Hallo, es handelt sich hierbei zwar nur um ein kurzes Zeugnis, jedoch möchte ich alle bitten, die ziemlich empfindlich sind, sich dieses Zeugnis nicht anzuhören. Denn ich war zu dieser Zeit damals schwanger und darum geht es in diesem Zeugnis. Zu der Zeit war ich gerade mit meinem Ehemann aus Togo frisch verheiratet. Und da mein Mann nicht arbeiten gehen durfte und weil es aufgrund seiner Aufenthaltsbestimmung immer noch Probleme gab, war ich körperlich und auch psychisch ziemlich belastet. Zu der Zeit ging ich der Privatpflege nach und betreute eine Frau privat. Ich war also mit dem ganzen Papierkram beschäftigt, der mein Mann betraf. Dann ging es darum, Kontakt zu den Anwälten zu halten. Dann ging es noch um andere Sachen, die ich nicht erwähnen möchte. Dann ging es um den ganzen Beruf. Und ich war fast jeden Tag beruflich aktiv. Und weil bei uns der Wunsch nach Kindern ziemlich groß war, war ich zu der Zeit im Anfang vierten Monat schwanger. Und ich ging an diesem Tag wie jeden Tag zur Arbeit und dann merkte ich auf einmal, dass etwas nicht in Ordnung war. Zum Glück hatte ich gerade Dienstschluss, bin ein paar Minuten früher gegangen, weil bei mir die Blutungen einsetzten, was bei einer Schwangerschaft natürlich nicht normal ist. Ich bin dann so schnell wie möglich nach Hause gegangen und habe mich gefreut, dass der Nachhauseweg ziemlich kurz war. Dann die Treppe hoch, damals führte eine Treppe zu unserer Wohnung und sofort ins Badezimmer. Und dort habe ich mich dann längere Zeit aufgehalten, weil es sehr stark geblutet hat und es hörte nicht auf zu bluten. Ja, das war dann der Schwangerschaftsabbruch im Badezimmer. Als dann eine Pause der Blutung eintrat, bin ich dann in die Küche zu meinem Mann gegangen, der sich dort aufgehalten hat, der eigentlich nicht wirklich begriffen hat, was da gerade ablief. Zur damaligen Zeit konnte ich die Sprache meines Mannes nicht richtig und mein Mann konnte auch noch nicht richtig Deutsch. Deswegen hatten wir Verständigungsprobleme. Ja, und ich habe mich dann einfach an den Tisch gesetzt. Mein Mann hat sich auch an den Tisch gesetzt und dann saß ich da und habe gebetet. Und irgendwann habe ich dann auf einmal mein Bewusstsein verloren und war weg. Weil ich am Tisch gesessen habe, habe ich dann meine Arme ausgebreitet auf den Tisch gehabt und meinen Kopf auf die Arme gelegt und war dann keine Ahnung, wie lange weg, weil mein Mann hat damals leider nicht auf die Uhr geschaut, deswegen kann ich nicht sagen, wie lange ich weg war. Auf jeden Fall kann ich mich an nichts mehr erinnern und es war nur dunkel um mich herum. Irgendwann bin ich dann zu mir gekommen, habe dann sofort weiter mit dem Herrn gesprochen und habe ihm dann mitgeteilt, wenn du möchtest, dass ich jetzt sterbe, dann sterbe ich. Und wenn du möchtest, dass ich lebe, dann helf mir bitte. Dann bin ich aufgestanden und hatte merkwürdigerweise die Kraft, ins Wohnzimmer zu gehen und habe mich dort aufs Sofa gesetzt. Und habe dann meinem Mann Anweisungen gegeben, was er tun soll, die er dann komischerweise auch verstanden hat. Und er hat mich dann mit Tee und Traubensaft versorgt. Das war dann das Einzige, was passierte. Keiner hat den Krankenwagen gerufen. Ich musste dann trotz allem nochmal wieder ins Badezimmer, weil immer noch etwas Blut kam. Ja, so habe ich dann die Zeit überstanden im Gebet und bin dann erst 2, 3 Tage später zur Frauenärztin gegangen, die mich dann, als ich ihr das alles erzählt habe, ganz schockiert angesehen hat und irgendwie mir erst gar nicht glauben wollte, aber mir dann bei der Untersuchung dann glauben musste, weil die ja deutlich gemacht hat, dass ich wirklich schwanger gewesen war und dass ich auch gerade mein Kind verloren hatte, was sie dann auch überhaupt nicht verstanden hat, war meine physische Verfassung.
weil ich so trotz allem so voller Freude war, obwohl ich ja gerade mein Kind verloren hatte, dann schickte sie mich vorsichtshalber zur Untersuchung noch ins Krankenhaus, die dann allerdings dort auch festgestellt hatten, dass alles in Ordnung war. Und was ich in der Zeit dann noch mitbekommen habe im Krankenhaus, war, dass genau zu der Zeit, wo bei mir die Untersuchung feststand, plötzlich eine Krankenschwester oder Hebamme, so genau weiß ich das nicht, ins Zimmer stürmte und den Arzt angesprochen hat und ganz aufgeregt war und ihm gesagt hat, dass da die Anfrage von einem Krankenwagenfahrer war, der eine Frau im Auto hatte, die gerade ihr Kind verloren hatte und sehr starke Blutung hatte, auch im Krankenwagen. Und ob diese Frau hier aufgenommen werden könnte. Und der Arzt schaute sie ganz entsetzt an und sagte auf keinen Fall, er möchte sie hier nicht haben, sie soll in ein anderes Krankenhaus. Die Krankenschwester kam dann aber wieder und sagte, die Patientin sei hierhin unterwegs, weil das andere Krankenhaus würde sie nicht aufnehmen. Ja, und dann wurde mir klar, nochmal richtig deutlich klar, was ich da durchgemacht hatte und wie gefährlich diese ganze Situation eigentlich wirklich gewesen war, weil ich ja eigentlich verblutet war. Deswegen war ja auch diese Aufregung groß, weil sie Sorgen hatten, dieser Frau überhaupt nicht mehr helfen zu können. Wie das mit der Frau ausgegangen ist, das habe ich nicht mehr mitbekommen. Aber ich danke heute noch dem Herrn für seine Hilfe und seine Unterstützung, besonders auch, dass er mich in dieser ganzen Zeit getragen hat, weil ich wurde kurz danach wieder schwanger. Allerdings habe ich dieses Kind im 3. Monat verloren. Es kam nicht zum Schwangerschaftsabbruch, sondern dieses Kind ist einfach in mir gestorben und musste rausoperiert werden. Erst das dritte Kind, also die dritte Schwangerschaft, habe ich ein gesundes Mädchen bekommen. Und dann später folgten weitere Schwangerschaften. Der Herr hat uns 3 gesunde Kinder geschenkt, so genau so, wie er es mir früher, als ich noch Kind war, mitgeteilt hat. Er hat mir nicht die Anzahl der Kinder genannt, aber er hat mir damals schon gesagt, dass ich Kinder haben werde. Und an dieser Verheißung habe ich die ganze Zeit festgehalten. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Halleluja. Gott ist gut, Gott ist wahrhaftig allezeit gut, ihm gebührt alle Ehre, wie im Himmel, so auf Erden, bis in alle Ewigkeit. Halleluja, Amen. Möge Gott euch im mächtigen Namen Yeshua Mashiach segnen. Er möge euch beschützen und er möge euch seinen Shalom geben und er möge jeden in seine Freude im Herrn führen. Halleluja, Amen. Amen.